Was machen wir hier? Wir wollen spielen, und zwar Baldur's Gate weiterspielen. Wir wollen nämlich irgendwie in der Story weiterkommen. Nämlich war es... Ups, von der Komma anscheinend. War es unser Anliegen hier, Kalesh, glaube ich, und Yahira zu finden. Im freundlichen Arm. Anscheinend haben wir das noch nicht bis jetzt, so wie ich das gesehen habe. Denn irgendwie sind sie ja noch nicht da. Warum ist Imone eigentlich so schnell? Das verstehe ich nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin noch ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man das auch an meiner Stimme. Ich hoffe, dass ich die Aufnahme nicht total versaue jetzt mit irgendwelchen Sachen, die sich anhören wie Husten. Aber ich kann ja mein Mikrofon zur Not muten. Oh. Oh, oh! Imone. Natürlich. Die mit einem Bogen. Die geht nach ganz vorne. Du kannst jetzt mal nach ganz hinten gehen. Und du hier, du kannst nach ganz vorne gehen. Und wenn du nach ganz hinten gegangen bist, dann kannst du auch angreifen. Aber erst wenn du nach ganz hinten gegangen bist. Dann komm, dahin gehen und dann angreifen. So, und du, ja, ich weiß nicht, du bist halt mein Held. Also du bist halt der Held. So, nein, also was ich sagen wollte, nachdem ich die letzte Aufnahme halt sowas von verranzt habe. Oh, Imone! Imone, stirb nicht! Nachdem ich die letzte Aufnahme halt sowas von verranzt habe mit der Lautstärke und allem. Sollte er nicht von... Du kannst auch... Du kannst doch... Das ist... Kannst du nicht einfach... Kannst du nicht einfach hier... Oh, danke. So. Ich glaube, von der Qualität der letzten Aufnahme her kann man nichts mehr schlechter machen. Wollte ich nur sagen. Wir haben besiegt, das ging ziemlich verhältnismäßig schwer, und wir sehen, wir sollten wahrscheinlich nochmal in den Arm hier, in den freundlichen, um uns zu regenerieren. Denn dieses Mal habe ich mir geschworen, passe ich ein bisschen mehr auf meine Leute auf, die ich hier in der Party habe. Denn wir wollen ja nicht, dass so wie Xar, der hier schon irgendwie tot ist, die anderen auch sterben. Obwohl wir ja eigentlich ein bisschen mehr HP haben als Xar. Aber darauf wollen wir es nicht ankommen lassen. Der freundliche Arm. So. Gehen wir hier mal rein. Wieder mal. Ich weiß nicht, wo ich die beiden treffen soll. Ich weiß auch nicht, was unser Hauptquest gerade ist. Eigentlich könnte ich mal nachgucken, was unser Hauptquest ist. Trefft euch mit Khalid und Yahira. Endlich bin ich im Gasthaus zum freundlichen Arm in Sicherheit. Mein nächster Schritt sollte daran bestehen, Gorions Freunde Khalid und Yahira zu finden und mich ihnen vorzustellen. Sie können mir Rat geben, was ich jetzt tun soll. Aha! Das heißt also, ich war schon gar nicht so falsch im Gasthaus. Das Problem ist nur, ich habe niemanden gefunden hier im Gasthaus. Namens Khalid und Yahira. Gar nicht Kalesh. Nein, Khalid. Naja. Dem einen oder anderen mag es aufgefallen sein, es gibt so ein kleines Knacken hin und wieder, wenn ich mein Mikro ausmache und wenn ich es wieder anmache natürlich. Rainer. Ja. Achso, Linksklick. Okay. Das kleine Knacken. Jetzt ist diese tolle Musik wieder hier. Das liegt einfach daran, dass ich mein Mikro aus und wieder anmache. Und das passiert immer dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt müsste ich eigentlich mal husten. So, und dann huste ich einfach und dann ist gut. Kann ich nicht, vielleicht kann ich die ja... Was habt ihr mir zu verkaufen? Vielleicht kann ich hier bei einem Getränk jemanden mir angucken, beziehungsweise Gerüchte erfahren. 6 Goldmünzen für einen Wein? Na klar. Das ist ein bisschen viel gewesen, ne? Schattenboy. Gibt jede Menge Ärger da an Naschke. Monster oder sowas sollen angeblich die Arbeiter in der Mine töten. Habt ihr vom Midsommermarkt in Naschke gehört? Ich hörte, dass er ganz gut läuft, trotz all dem Ärger, den es letzthin in der Stadt gab. Immer mehr.
Spezialbier ist ja auch ganz geil. Bitteres Schwarzbier. Ich hörte, in Naschke gibt es irgendwelchen Ärger. Irgendwas Unheimliches treibt sich in der Mine herum. Keiner weiß etwas Genaues. Sind alle zu sehr mit dem Überfällen der Räuber und dergleichen beschäftigt. Ach komm, noch ein Wein. Na toll, jetzt haben wir kein Geld mehr und dafür sind wir pleite. Kann ich nichts mehr zu sagen, aber wir haben ein paar Gerüchte gehört. Kalito, ja, hier. Ich weiß nicht, wo ich die treffen soll. Das ist er ja nicht. Wir haben ja, wir haben zwar ein paar Quests. Ich glaube, wir hatten ja hier oben, hatten wir ja jeden schon angesprochen. Ich sollte vielleicht unten nochmal beginnen, jeden nacheinander anzusprechen. Ach, die sieht doch eigentlich... Seit das mit den Räubern so schlimm geworden ist, kommt hier kaum noch jemand her. Tut gut ab und zu, mein neues Gesicht zu sehen. Die alten hängen mir allmählich zu Halse raus. Vielleicht wage ich es irgendwann und mache mich auf den Weg nach Berikos. Diesen Dialog hatten wir bereits. Ich kann mich dran erinnern. Da habe ich doch den Spruch mit dem "Hör auf, die zu essen" gemacht, oder? Ja, das ist auch so ein einfacher Spruch. Und sie bitte entschuldigt, aber ich glaube, dass sie auf eine Beschreibung passt, die man mir... Scheiße, also nicht... Heißt ihr vielleicht Moraine? Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube nicht. Beziehungsweise ich glaube, ihr habt mich mit jemand anderem verwechselt. Oh! Das gefällt mir alles gar nicht. Wegen der Eisenknappheit und den ganzen Räubern in der Gegend kommt keiner mehr im freundlichen Arm vorbei, der nicht mit einer Bande reist und bis an die Zähne bewaffnet ist wie ihr. Woher kommen all diese Schwierigkeiten? Wenn ihr mich fragt, mit dem schlechten Eisen, das sie uns vom Naschgeld aus senden, wollen sie uns doch nur ruhig halten. Sie schicken uns den ganzen Sommer kein Metall und greifen Berikos wahrscheinlich noch vor Einbruch des Winters an. Gott allein weiß, ob uns die Fürsten in Baldur's Tor diesmal beistehen werden. Yes? Mir ist im Moment nicht danach, mit euch zu reden. Dieser verdammte Räuber haben meinen Mann auf dem Gewissen. In den neuen Höllen sollen sie schmoren, alle miteinander. Das ist ja schade. Bei all den Überfällen auf die Eisenlager und dem Ärger in der Mine ist es ein Wunder, dass wir überhaupt noch Waffen und Rüstung besitzen. Das muss die Region ja schwächen und ich wette, Am wartet nur darauf, dass wir bei unserer Verteidigung nachlässig werden. Ich spreche echt jeden noch an. Ah, seht euch diese Gabeln und Humpen an. Kann die euch irgendwie helfen? Ja, rammt euch diese Klinge ins Auge. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Gelesen vielleicht sogar. Ja, das kennen wir auch schon. Mensch, warum sagst du uns nicht mehr... Wenn ihr mich weiter belastigt, werde ich euch das Genick mit bloßen Händen brechen. Geht jetzt. Ja, aber kommt mir bloß nicht zu nahe. Ihr seid bestimmt diese Zentarium. Es heißt, sie können Frauen in Ziegen verwandeln. Bräuchten nur mit dem Finger zu schnippen. Ich habe gehört, sie stecken hinter dem Ärger in Naschke und anderswo. Bleibt mir bloß vom Leib. Okay. Hey da, Neuling, es wird euch hier im freundlichen Arm gut gehen, solange ihr Bentley und Galana nicht auf den falschen Fuß erwischt. Nur ein kleiner Tipp für euch. Wir haben nicht die Absicht, Leute, irgendjemand, achso, auf den falschen Fuß zu erwischen. Dann ist ja gut, freut mich, dass ihr nicht so ein Unruhestifter wie die meisten Söldner seid. Kannst du mir noch was anderes sagen? Ich mach mich hier bald aus dem Staub, diese ganzen Gerüchte über Am. Angeblich haben sie ein Herd unten in Naschkel, das gegen Baldur's Tor losschlägt. Hier am freundlichen Arm wollen sie uns angreifen. Hoffentlich bin ich schon weg, wenn es soweit ist. Ja, das kann man wahrscheinlich wirklich nur hoffen. Reisende, wie? Ihr seid heute die Einzigen, die in die Stadt gekommen sind. Seit der Ärger begonnen hat, wagen sich nicht mehr viele auf die Straße. Wir haben im letzten Monat gerade mal 10 neue Gesichter gesehen. Dafür haben wir leider eine Menge Leichen gefunden. Hm, sind doch auch neue Gesichter, oder was? Ich habe schon ohne Fremdlinge genug Ärger am Hals. Wenn ich jemanden reden möchte, dann komme ich erst... Ach so. Wenn ich mit jemandem reden möchte, dann komme ich als erstes zu euch. Aber im Moment möchte ich einfach nur meine Ruhe haben. So, mit dem haben wir schon geredet, glaube ich. Mit ihm noch nicht. Bürger, solange ihr nicht eine Runde schmeißt, lasst mich hier besser in Ruhe. Ich habe euch nichts zu sagen.
Burger. Zum Teufel, mein Flug ist zerbrochen, als wäre er... Ja. Khalid und Jahira. Ah! Wieso habe ich die übersehen bisher? Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Ihr erinnert mich an einen Weisen, mit dem ich bekannt bin. Er ist Gryon. Alte Wunden aufgerissen. Ohne ihn beleidigen zu wollen, aber ich sehe das auch so. Jahira, da sind sie. Jahira, pass auf, was du sagst. Das muss das Kind sein, von dem Gryon so oft geschrieben hat. Was hat er denn mit euch schon wieder geschrieben? Wir sind alte Freunde eures Stiefvaters. Ist er nicht bei euch? Ich befürchte, ich habe einen Sprachfehler. Dabei ist der andere doch der Stotterer. Wir sind alte Freunde eures Stiefvaters. Ist er nicht bei euch? Ich fürchte das Schlimmste, denn er würde seinem einzigen Kind niemals gestatten, ohne Begleitung zu reisen. Sollte er tatsächlich dahin geschieden sein? So fühlen wir mit euch. Gryon hat oft betont, wie wichtig ihm eure Sicherheit ist. Sogar wichtiger als seine eigene. Für den Fall, dass ihm etwas zustieße, hat er sich gewünscht, dass Khalid und ich an seiner Stelle für euch sorgen sollten. Allerdings seid ihr inzwischen viel älter und die Wahl eurer Kameraden liegt nun in eurem eigenen Ermessen. Wir könnten euch begleiten. Begleiten. Bis ihr eine feste Bleibe gefunden habt. Euren Platz im Leben. Der hat's ja echt drauf. Neuer Tagebucheintrag, der freundliche Arm. Auf diese Weise könnten wir Gryon einen letzten Dienst erweisen, obgleich wir zuerst nach Nashkel gehen sollten. Khalid und ich, wir kümmern uns um die örtlichen Angelegenheiten und Gerüchten zufolge geschehen in der Mine merkwürdige Dinge. Sicherlich habt ihr von der Eisenknappheit gehört. Oh, jetzt wollen wir dem also auf die Schliche gehen. Es wäre gut, wenn ihr uns helfen würdet. Es betrifft uns alle, auch euch. Wir sollen uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen, Berun Gastkill. Wieso heißt der Gastkill? Also das habe ich mich letztens schon gefragt, als ich den Namen gelesen habe. Gastkill ist doch jetzt eigentlich nicht der Name, den Bürgermeister haben sollte. Es klingt nicht gastfreundlich, das klingt eher wie Gastkill. Ich bin bereits auf dem Weg nach Nashkel und einer meiner Gefährten wünscht, ebenfalls dorthin zu gehen. Tatsächlich? In diesem Fall sollten wir definitiv zusammenreisen. Bei all den Gefahren, die auf der Straße lauern, kann man nicht vorsichtig genug sein, von wo auch immer diese ausgehen mögen. So, warum haben wir eigentlich immer noch Xal in der Gruppe? Der ist doch tot. Ja, kann man auch nichts machen, ne? So, wir haben also Jahira, die eine Druidin, beziehungsweise auch eine Kämpferin darstellt, die noch ein bisschen Rüstung bräuchte, glaube ich. Und wir haben einen Kämpfer Khalid. Das sieht auch gut aus. Ich möchte allerdings erst einmal sehen, dass ich noch ein bisschen Stuss verkauft kriege von dem, was ich hier im Inventar habe. Ich habe da noch was im Inventar, oder? Kann ich nicht. Lederrüstung, Helm, kaputte Waffe. Kann ich alles nicht? Ach hier. Grünsteinring, den kann ich vielleicht gebrauchen. Was bringt mir der? Ein Ring ist ein kleines Band aus wertvollem Metall, das als Schmuck am Finger getragen wird. Einige Ringe sind verzaubert und verleihen magische Fähigkeiten. Diese Ringe sind heiß begehrt, insbesondere von Abenteurern und Magiern. Habe ich einen Magier dabei? Einen Druiden habe ich ja. Gut. So, Lederrüstung kann ich verkaufen. Bastardschwert, cool. Ryans Brief kann ich wahrscheinlich nicht verkaufen. Heiltrank sollte ich mir aufheben. 14. Oh, das geht doch schon. Haben die anderen noch was im Inventar? Sie hat hier... Einsatzbereiter Gegenstand, was ist denn das? Stab der magischen Geschosse. Wird der Stab aktiviert, schnellt aus ihm ein mit magischer Energie geladenes Geschoss hervor und trifft sein Ziel mit mathematischer Genauigkeit. Mathematisch deshalb, weil es wirklich ausgerechnet wird. Dieses Spiel, so habe ich es verstanden, ist komplett auf Würfel ausgelegt. Also man würfelt quasi hier. Ein W bedeutet, je nachdem, was man würfelt, also
ist dieses Zufallsprinzip. Man würfelt und dementsprechend würfelt sich alles zusammen. Keine Ahnung. Also wie gesagt...